Es ist schon lustig, wie aus ideogrammatischen Ketten oder Phantasmen immer dasjenige, was ausgelassen oder verworfen wird, die eigentliche Chiffre spricht. Hummel macht Bedeutungen aus dieser Sprachkette ens, cis, nom. Zum Beispiel mens, cis, no, der Gedanke innerhalb von no, nomen, cis, der Name, du weißt, omen, cis, en, du kennst das Omen, cis, nomens, diesseits schwimme ich, der Geist und so weiter. Aber dass er daraus machen würde, en, sci, is, no, m, ein Scientist, also ein Wissenschaftler, ist nicht mi, nämlich Hummel selbst. Das zum Beispiel lässt er aus. Man kann das beliebig anders trennen, denn die Schnittmenge von hier 9 Buchstaben ergibt noch viel mehr Kombinationen, die er mal nach Computer untersuchen müsste, um zu erkennen, was er ausgelassen hatte.